Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge hier auf Skybones. Heute erkläre ich euch alles, was ihr um den Wizard wissen müsst. Die letzte Folge war voll mit Kommentaren wie, du verkaufst du alles, insofern wird das doch gar nicht resettet. Und darum dachte ich mir, hey, was gibt es Besseres, als mal genau zu erklären, wie es auf der Homepage steht. Ich weiß nicht, irgendwie, man könnte ja da mal der Meinung sein, wenn es eine wichtige Meldung gibt, guckt man einfach mal auf der Homepage des Servers, aber die meisten sind dafür zu faul oder können kein Englisch, wer weiß. Deswegen fasse ich das jetzt einfach mal zusammen und damit es nicht so langweilig wird, habe ich ein riesiges Opening, beziehungsweise das Opening für wir schon seit Anfang Skybound Sparen gemacht. Ihr seht hier, ist noch jede Menge Stuff übrig von allem möglichen Zeug, was da noch drin ist. Und das werde ich dann im Hintergrund laufen lassen, also viel Spaß damit. Auf der Homepage Savit.games habe ich diesen Artikel gefunden vom Server-Owner Belgian Canadian. Und der hat gepostet, was so etwa passieren wird. Und zwar wird es so sein, dass die Server an sich nicht gelöscht werden. Also die Sachen sind noch da. Sie werden nicht gelöscht. Aber alle Inseln, das heißt First, Magic, Robots, werden alle auf eine gepackt. Das heißt, es gibt dann nur noch die eine Insel, die heißt, ich denke mal, Bald oder Classic Islands. Und da kann man drauf schauen, aber diese sind auf 100 Slots insgesamt begrenzt. Das heißt, man kann weiterhin auf seine Inseln zugreifen und weiterspielen, aber es sind nur noch 100 Slots da. Und das Problem ist, das wird nicht mehr von Updates erfasst. Bugfixes nur, wenn es wirklich nötig ist. Das heißt, alles wird so bleiben, wie es momentan ist. Und dann gibt es die neuen Inseln. Die neuen Inseln sind die neue sind. Das heißt, da werden alle Updates kommen, weiterhin Bugfixes. Das heißt, da wird das Skybounds-Leben weitergehen. Das heißt, wie gesagt, Updates werden kommen, es wird supported, es werden weiterhin aktive Moderator da sein und ganz wichtig, es hat mehrere Spielslots. Und das Problem bei den Old und beziehungsweise Classic Islands ist, dass man da halt, wenn man keinen Rang hat, eigentlich keine Chance hat, denn es wird dann so gut wie immer voll sein. So, bei den neuen Inseln wird es so sein, dass man alle Kits, E-Kits, Ränge und Titel, die man bekommen hat oder gekauft hat und ganz wichtig, Prestige behält, aber man verliert alles, was man auf den alten Inseln hat. Das heißt, man muss nochmal komplett von vorne anfangen, mit Level 1, ohne Stars und so weiter. So, aber es gibt, beziehungsweise das ist jetzt nicht das komplette Ende, dass man neu anfangen muss. Wie gesagt, man kann ja auch auf den alten Inseln weiterspielen. Es gibt nämlich hier einen Punkt bei New Islands, einmal so what you keep, what you lose, what you get. Bei what you get, da steht, dass man hier, das ist hier, Rewards gibt für die Leute, die zum Beispiel die meisten completed Challenges haben oder das meiste Geld auf dem Server. Für die wird es einen Reward geben, aber ich weiß, hier steht noch nicht oder ich weiß noch nicht, woraus dieser Reward bestehen wird. Außerdem wird man für alle 10 Player Level, die man erreicht hat, das heißt immer für 10 Player Level, wird dir ein Token oder sowas gegeben und möglicherweise ein Reward oder Double XP oder irgend sowas steht hier, es war ein bisschen seltsam, im Google-Übersetzer kam nur Schrott raus und also ich vermute, dass man für alle 10 Level, die man erreicht hat bei Player Level, irgendeine Belohnung bekommt und dann ist da noch irgendwas mit Prestige Tokens, da weiß ich noch nicht. Außerdem gibt es Willkommens-Rewards für alle, die neu spielen und ich nehme an, die werden relativ ordentlich ausfallen für Anfang von Skybounds, denn ja, man muss halt komplett neu von Anfang an beginnen und es wird die Möglichkeit geben, die Inseln, die alten Inseln,
auf die neuen Savage-Inseln zu transformieren. Und das ist möglich, entweder mit dem Savage-Rang oder am Shop für was weiß ich noch nicht. So, das wurde jetzt natürlich darauf geschoben, dass nur Savage-Leute machen können, wurde darauf geschoben, dass das Ganze sonst zu viele Lags verursachen könnte. Hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass der Server unglaublich geldgeil ist. Nein, es hat natürlich was mit den Lags zu tun. Und hier steht, das ist ganz wichtig: No chests, items or seeds lock and any in-game value will transferable, keine Ahnung. Also alle Chests, Inventare, also alles, was ein Inventar hat, Trichter, Werfer, Kisten, dein eigenes Inventar, die Ender Chest, wird alles komplett geclearte, wenn man die Insel transformiert auf die neuen Inseln. Sozusagen behält man nur noch die Grundform der Insel. Also du hast einen Grinder mit 20 Spawnern, dann werden die Spawner geclearte, der Grinder bleibt. Du hast eine Kiste voller Emerald-Blöcke, die Kiste bleibt, die Emerald-Blöcke verschwinden. Außerdem werden Blöcke, die du platziert hast und die hohen Ingame-Wert haben, zum Beispiel Emerald oder Dia-Blöcke, auch geclearte, sodass man nicht seine Insel mit Emerald-Blöcken auspflastert und dann auf dem neuen Server dann gleich 20 Millionen hat. So, das müsste jetzt, ja, genau. Das war jetzt auch alles, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Und es gibt hier ein paar Sachen zum Warum tun die das? Ebenfalls ein Stichpunkt. Und zwar steht hier, die Skybounce-Wirtschaft wird überarbeitet. Das heißt, es wird vermutlich neue Shops geben, ein neues Kaufsystem. Vielleicht kann man noch mehr Sachen kaufen. Es wird ein PvP-System geben, was überarbeitet wird mit anderen neuen Verzauberungen, die abgeändert werden. Irgendwelche benutzerdefinierten Elemente, von denen ich aber nicht weiß, wie ich das deuten soll. Außerdem wird versucht, das starke Team irgendwie zunichte zu machen, dass man als Solospieler eine Chance hat, ohne von Teams zerstört wird. Außerdem werden die Chest-Spots in der Warzone anders, vermutlich eine neue Warzone, andere Warzone-Maps, vielleicht auch andere Designs insgesamt. Außerdem werden die Warzone-Loots überarbeitet, das heißt, man kann da jetzt Runen bekommen, und hier steht irgendwas von Einstellung von Ore-Seeds. Da bin ich auch gespannt drauf, was das heißt. Außerdem gibt es eine bessere Enchanting Crate, ein besseres Enchanting Crate System. Das heißt, einerseits haben die eine bessere Animation, wie es genau aussieht, weiß ich noch nicht. Und sie sind jetzt nach Seltenheit sortiert. Und wie gesagt, sie entschuldigen sich auch nochmal dafür, allerdings, und sagen, dass es wirklich ihre Schuld war, weil sie durch Bugs, Glitches oder durch versehentliche Fehler, die sie gemacht haben, das durcheinander gebracht haben. Und hier steht zum Beispiel, wir gingen einen Weg ohne Rückkehr. Ein Teil der Beute ist aus. Ja, ist halt Google-Übersetzer. Ein Teil der Beute, die ausgegeben wurde, ist einfach zu unausgewogen, und aufgrund einiger zufälliger Bugs, Glitches haben bestimmte OP-Items mehr als ursprünglich beabsichtigt. Der Satz ergibt so wenig Sinn, aber wenn man das nochmal im Englischen liest, würde ich das so deuten, dass einige Items gar nicht so OP werden sollten, wie sie es vorhatten. Und dadurch dann zum Beispiel Schärfe 8 Schwerter entstanden sind mit Shatter 10, wo du einfach innerhalb von 2 Minuten komplett down warst oder sowas. Das heißt, Skybones wurde einfach viel zu OP, und man hätte, oder der einzige Weg war halt, ein neues Item rauszubringen, was noch mehr OP ist. Und es war praktisch so ein Teufelskreis, und das versuchen sie jetzt zu fixen. Das heißt, sie versuchen das Ganze ein wenig gleichmäßiger zu gestalten, dass man, wie gesagt, auch als Einzelkämpfer eine Chance hat. Das finde ich eigentlich ein, oder nicht nur eigentlich, das finde ich eine extrem positive Entwicklung, und darum habe ich beschlossen, dass ich auf den neuen Inseln spielen werde, meine alte Insel komplett zurücklassen werde und einmal Skybones noch einmal komplett von vorne anfangen möchte auf den neuen Inseln.
Vielleicht wird der eine oder andere da auch mitmachen. Ansonsten könnt ihr natürlich bei den alten Inseln bleiben oder ganz quitten. Das ist jetzt euch überlassen. Ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt geholfen zu verstehen, was es mit dem Reset in Anführungszeichen an sich, mit sich hat. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.